Ja, moin, moin, Leute. Servus und Waldmanns Heil. Schönen guten Abend euch. Hier ist wieder der Carlos für euch und es geht weiter mit Pokémon Nocturne, Crystals Kapitel. Und wir sind immer noch in Prismania City und müssen jetzt in den Untergrund zum Pflanzenfriedhof, Leute. Und da bin ich wirklich mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Erstmal grüße ich natürlich euch alle da draußen wieder, den Sergei, Ebermann, den MC Butterberg, den Michael und natürlich auch die Pinky und natürlich auch alle meine Zuschauer. Ich grüße euch herzlichst. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid gesund. So. Und natürlich, ich hoffe, ihr freut euch. Heute der Part, der wird auch wieder extra lang werden für euch, weil ihr gestern so viele liebe Kommentare mir geschrieben hattet. Das war wirklich unfassbar. Ich danke euch da sehr für. Das macht mich unendlich glücklich, dass ihr so viel Spaß habt mit mir wegen meiner Stimme und auch ja, das Gameplay und das alles. Und ich hoffe auch, dass ihr mir nach Nocturne auch noch weiter folgen werdet und mich begleiten werdet. Denn es wäre wirklich so traurig für mich, wenn ihr danach nicht mehr dabei sein würdet. Ich hoffe einfach, ihr bleibt da und ja, das wäre schön. Müsst ihr natürlich nicht, aber es wäre traurig, dann euch als Zuschauer zu verlieren. Okay, da würde ich mal sagen, der heutige Part wird ja eh extra lang. Vielleicht schaffen wir es heute sogar schon zum Finale zu kommen. Wir gucken einfach mal. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Gucken erstmal, wie es mit Vivi aussieht. 16 KP. Haben wir noch was im Beutel? Zwei Tränke. Ich denke mal, das geht klar. Wir können dann direkt los. So's. Ja, und ich wollte mich halt nochmal für die ganze Unterstützung immer bedanken. Und da würde ich mal sagen, wir legen los. Wir gehen zum Untergrund. Und da geht's dann gleich richtig rund. Also ich kann euch versichern, was ich euch schon mal sagen kann. Ey, Mauzi, was willst du von mir? Was ich euch sagen kann, ist, am Ende vom Untergrund kommt ein Boss. Und der Boss wird ekelhaft. So, wir müssen zur Arena. Aber vorher gehen wir nochmal zum ins Bett gehen. Nein, natürlich nicht, aber wir müssen ja erstmal hier. Oh, das hat aber gezogen. Oh, da ist wieder das hyperaktive Dodo. Oh, wir haben eine Palme. Jetzt können wir uns einen von der Palme wedeln. Nee, Spaß. Okay, Leute, hier ist der Untergrund und ich sag's euch, das wird richtig krass. Ja, also diese Pokémon mit Fernkampfattacken, die bekämpfe ich dann auch lieber eher ein bisschen so erstmal passiv, weil diese Fernkampfattacken, die sind nervig, ne? Die sind wirklich nervig. Komm schon her, Weberak! Weil ich hasse wirklich diese untoten Pokémon, die Fernkampfattacken drauf haben. Das ist so nervig. Es ist wirklich nervig. Es ist einfach nervig, weil... Und da muss man immer aufpassen, dass man nicht irgendwie getroffen wird. Oh, da haben wir ein Miraplar. Und was haben wir noch? Bäume. Natürlich, wir haben hier Bäume, Leute. Also anscheinend müssen wir hier jede Menge Bäume wegschlagen. Aber das ist ja auch kein Problem. Ich mag diese Pokémon, aber es ist klar, dass die Pokémon die Fernkampfattacken können, weil wir sind hier ja bei Erika, ne? Und Erika? Okay, das war jetzt aber kein Pflanzen-Pokémon. Seit wann ist Slimer ein Pflanzen-Pokémon? Könnt ihr mir das mal verraten? Leute, Slimer ist kein Pflanzen-Pokémon. Was geht hier ab? Oh, Snobilikat ist auch kein Pflanzen-Pokémon. Also hier läuft ja ganz gewaltig was verkehrt, Erika. Hast du in der Zwischenzeit eine andere Typrichtung gemacht?
Hast du hier Katzen gezüchtet? Natürlich wieder ein Snobilikat, was springen kann. Und ich habe schon wieder ein Pokémon gehört, was Fernkampf attacken kann. Und warum sind da Wasser-Pokémon? Ich habe gedacht, es ist ein Pflanzenfriedhof. Oh, da hat er jetzt aber voll was abbekommen. Hör auf, hier rumzuspringen. So, das hast du jetzt davon. Miau, miau, Bams. Oh, wir haben da einen Slimog, Leute. Das wird ein bisschen hart. Das wird ein bisschen hart. Was heißt hart, aber es wird nervig. Aber Leute, ich glaube, wir haben noch kein... Boah. Ich glaube, wir haben noch kein Slimog vorher gehabt, ne? Aber ich frage mich schon, was machen die hier? Weil eigentlich, ich meine, wir sind ja nicht bei Koga. Ja, ein Duflor, das ist schon etwas mehr typisch, aber ein Slimog? Oh. Komm. Ach, kommt doch jetzt her, meine Güte. So, wer hatte Bock auf Ratatouille? Ich habe hier gerade was im Angebot, frisch gemacht. Wer hat Bock auf Ratatouille? Der Slimog nicht. So, das hat... Okay. Jetzt sieht das aus wie so ein Plastikmüllsack, wo man reinhüpfen kann. Aber egal, lassen wir das. Das ist eine andere Geschichte. Ich muss doch natürlich ab und zu mal hier gucken, ob hier irgendwo Items sind. Oh, was ist das? Können wir nicht ansprechen. Ich dachte, da ist irgendwie was Besonderes. So, Leute, Rambo ist hier. Wo muss ich denn hin? Du, Flor. War das Duflor von Erika? War das ihr Duflor? Ist das so? Kann das so gewesen? Ist das so? Oh. Da ist ein Dudu. Beziehungsweise es war ein Dudu. Da haben wir ein... Ah, das kann natürlich wieder... Ah, warum so viele Fernkampfattacken? Warum? Hä? Wo ist das jetzt denn hin? Ah. Nein, bitte nicht. Komm jetzt her. Oh. Warum müssen da jetzt so viele Pokémon mit Fernkampfattacken sein? Warum? So. Endlich mal. Und da haben wir einen Nachtara. Das ist auch nicht Erika-mäßig. Ja, verarschen gibt's hier nicht. So, hast jetzt davon. Ich bin mir sicher, dass hier noch irgendwo Items sind. Da bin ich mir vollkommen sicher. Oh ja, wir haben ein Pinsi hier. Ist auch mal was Schönes. Was heißt schön, aber es ist mal was anderes. Komm, hallo, Pinsi. Ja, das hast jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt einfach mal davon. Ja, natürlich. Natürlich ist ja auch noch ein O-Mod. Klar. Sicher. Natürlich. Wie könnte es denn anders sein, dass hier noch mehr Pokémon mit Fernkampf hat? Oh, und hier haben wir ein Item. Ah, ein Gegengift. Warum keine Beere? Oh, wir haben hier Kreuz, Kreuz, Kreuz und Quer. Evoli! Ein Evoli, ein Evoli! Ein Evoli ist aber auch kein... Oh, okay. Und ein Felino ist auch kein Wasser-Pokémon. Alter, was ist hier denn... Okay, das konnte aber ganz schön schnell jetzt abfeuern.
Alter, das gibt es doch jetzt nicht. Alter. Ich muss ja schon diesem Pokémon mit Fernkampfattacken aus dem Weg gehen, weil es mich einfach nervt. Ich bin bei diesem... Oh, nee. Ich bin bei diesem Pokémon mit Fernkampfattacken, bin ich immer so vorsichtig. Weil es einfach nervig ist. So, das hat's jetzt davon. Ein Griffel, das ist doch mal wieder schön zu sehen. Ein Griffel ist schöner als ein... Was war das? Ja, natürlich wieder ein Kleinstein. Natürlich hat es auch wieder eine Fernkampfattacke. Natürlich. Natürlich. Warum so viele Fernkampfattacken, Leute? Warum können Pokémon-Zombies Fernkampfattacken? Kann mir das mal einer verraten? Ja, und natürlich noch ein Fleckmon, was auch eine Fernkampfattacke kann. Ja, natürlich. Oh. Natürlich, die können alle Fernkampfattacken. Wunderbar. Natürlich können die das. Sind ja auch alle super Pokémon bei Erika. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie so ein breites Feld an Pokémon hat, weil eigentlich, wie gesagt, Pflanzen-Pokémon. Aber anscheinend... Anscheinend ist hier doch noch ein bisschen mehr. So. Okay, die hören sich komisch an, wenn man da drüber läuft, aber lassen wir das. Ich sehe gerade, da ist noch ein Item gewesen. Oha. Alter. Oh, oh, ey. Langsam an. Was habe ich dir denn getan? Übertreib doch nicht so. Hallo? Oh. Alter Schwede. Und da oben war ein Tanzer. Das hatte anscheinend nicht so einen stabilen Panzer. Oh, wir haben eine Beere gefunden. Die nehmen wir auch gleich. Beere nehmen. Alter, wir haben mittlerweile über 50 KP. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wenn wir jetzt voll aufladen würden. Heftig. Das ist schon heftig. Also das ist schon jede Menge Leben, die wir jetzt haben. Ich glaube, so viel hat... So viel hatte Brando nachher auch. Nee, Croc. Aber ich meine, Brando hat es nachher auch. Bin mir aber nicht sicher. Alter, was hält das eine Menge aus, diese Quappos, ne? Was meint ihr? Die halten doch echt eine Menge aus. So, ist hier jetzt schon der Endgegner? Ja, Leute... Wir machen jetzt hier eine Zwischenspeicherung, weil jetzt kommt schon der Endgegner. Das heißt, wir sind gleich schon durch. Wir sind jetzt bei 14 Minuten, aber es ist noch lange nicht vorbei. Ich habe ja gesagt, der Part wird heute extra lang wieder. Ich denke mal so über, ja, so 40 bis 50 Minuten. Jetzt der Boss, der wird schön, weil ich den natürlich auch schon kenne. Seid gespannt, was es sein wird. Ach du, ein infiziertes Bibor. Der Baum des Lebens ist durch dieses Vieh in Gefahr. Vivi, wir müssen es aus dem Weg räumen. Lorblatt! Los geht's!
Übertreib einfach mal. Übertreib einfach mal. Ja, hier kommen natürlich auch ab und zu mal Pokémon noch. Aber die kann man ja zum Glück ganz einfach hier aus dem Weg räumen. Bam, 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 bam. Ding, 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 ding. Yeah. Voll das Maschinengewehr, Alter. Voll das Rambo Bibor. Alter, voll das Rambo-Bibor, ich schwör's euch. Komm her, Hornio, komm her. Ja, Leute, also, ihr müsst hier richtig vorsichtig sein und aufpassen, weil wenn ihr einmal in diese Rambo-Salve kommt von Dornkanone oder Nadelkanone, was das ist, dann ist ganz schnell Game Over. Ach, jetzt kommen die auch von da. Ah, ah, wow, ho, ho. Nein, 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 wow, was ist denn jetzt los? Hilfe! Seht ihr, das ist jetzt gerade das, was ich angesprochen habe. Genau, wenn ihr in diese Rambo-Salve kommt, dann kann ganz schnell Game Over sein. Alter, woher kam das Hornio auf einmal? Ja, ich muss jetzt leider einen Trank nehmen, nützt nix. Ne, 30 KP haben wir. Ah, nein, nein, nein. Nein, nein, nein! Ah! Oh. Alter! Also ihr seht. So, Leute, einmal noch, dann war's das. Winning! Das war's. Boah, was ekelhaft. Bah. Das Bibor wurde besiegt, aber dass die Leiche da so davor liegt, ist schon etwas unschön. Ja, das ist echt ekelhaft. Ekelhaft. Loa. Aber Hauptsache, der Baum wurde gerettet. Schade. Ich hätte mir gerne noch ein paar Beeren davon genommen. Aber irgendwann gehen wir mal hier zurück und schauen ihn uns genauer an. Okay, Vivi? Lorblatt, Lorblatt! Wir berichten Erika, dass sie wieder alles sauber aussieht. Und wir schauen mal, wie weit der gute Bill mit seinen Forschungen vorangekommen ist. Hm? Und wir machen jetzt erstmal hier eine dicke Speicherung, weil, ja. Okay, Leute, das war der Boss. Das war der Untergrund. Und, euer Fazit, gut oder nicht gut? Schreibt's mal in die Kommentare. Also, ich finde das sehr gut. Diesen Untergrund. Ich finde den wirklich richtig schön. Ich finde ihn super gemacht. Also, ich kann mich hier nur null beklagen. Auch Bibor ist auf jeden Fall ein guter Endgegner. Ja, ich finde es auf jeden Fall top gemacht. Ich kann mich nicht beklagen. Aber ihr habt gesehen, kommt ihr einmal in diese Dornkanone-Salve rein, dann ist Game Over. Wenn ihr dann nicht schnell wieder rausgeht, boah, dann ist aber empty.
Dann ist aber richtig, empty. So, ich schlage mir hier mal eben den Weg frei. Das ist ein bisschen angenehmer. Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Hier sind mir ein bisschen zu viele Bäume. Ich renne hier im Pflanzenuntergrund. Und da ist ein... ein Hüpfsack, wo man mit hüpfen kann. Schalalalala. La 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 la. Hä? Moment, wo muss ich denn? Hä? Bin ich jetzt irgendwie gerade lost? Hä? Hä? Bin ich jetzt gerade lost? Hä? Lol. Warum sind die Bäume denn schon wieder da? Okay, egal, macht nix. So Leute, winning, wir sind wieder raus, und damit wir nicht nochmal wieder ganz halt rauslaufen müssen. So. Leute, winning. Ich meine jetzt sogar, das war schon das Ende jetzt von Christas Kapitel. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich meine, das war es tatsächlich schon. Das heißt, Leute, wir sind gleich schon beim Finale. Aber ich guck lieber nochmal, bevor ich jetzt irgendwas behaupte. Roy, da ist ja der Robert. Da ist der Robert. Wart ihr erfolgreich? Bitte sagt ja. An deinem Grinsen erkenne ich, dass du erfolgreich warst. Na klar. Na klar. Echt? Der Baum des Lebens ist sicher? Jap. Wir mussten nur ein übergroßes, infiziertes Bibor töten. Das war nicht gerade einfach. Da hatten sich wirklich viele infizierte Pokémon eingenistet. Ja, sicherlich hast du dort unten auch Pokémon getötet, die mal mir gehört haben. Erika. Es tut mir schrecklich leid. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du dich fühlst. Wenn du reden möchtest, Erika, du kannst uns jederzeit konsultieren. Konsultieren? Bill immer mit seinen Fachausdrücken. Warum kann er sich nicht normal ausdrücken? Ja, sagt man das nicht so, wenn man ein emotionales Gespräch in Anspruch nehmen möchte? Ach, Bill, du Lappen, so förmlich sagt man das doch nicht. Aber ich wollte doch professionell wirken, wie immer. Aber doch nicht bei sowas, du Eimer. Hä? Ach, ich fand das gerade irgendwie witzig. Ihr zwei seid irgendwie süß, ihr würdet gut zusammenpassen. Bitte, was? So rein beziehungstechnisch? Ja, klar. Schwieriges Thema. Ich konnte die Daten auswerten. Oh, wirklich? Und, war was Interessantes dabei? Oh ja, ich war selbst überrascht. Ich erzähl dir später mehr. Okay. Verstehe, ich mische mich nicht ein. Vielen Dank, Christa. Dass du den Baum des Lebens gerettet hast, bedeutet der Forschung und mir sehr viel. Keine Ursache. Ich bin zutiefst beruhigt, dass der Baum des Lebens gerettet wurde. Er bedeutet uns allen so viel. Ich danke dir. Kein Problem. Es war zum Wohl der Pokémon. Sowas mache ich dann unheimlich gerne. Gut, dann wollen wir mal sagen, was der Bill will. So.
jetzt habe ich Zeit. So, jetzt habe ich Zeit. Wo war ich? Ja, ich habe gerade privat ein bisschen Stress, also privaten Stress so, und ich denke da gerade so ein bisschen drüber nach, aber geht schon. So, jetzt habe ich Zeit. Und Bill, was konntest du alles aus den Daten entnehmen, die ich dir mitgebracht habe? Wow, es ist wirklich kurios. Hä? Die Daten, die du mir gegeben hast, waren recht aktuell. Aktuell, aber wie kann das sein? Das Rocket-Versteck im Casino wurde vor Jahren ausgehoben. Ja, gerade das ist es ja. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass dieses Versteck noch irgendwo ein VPN hatte. VPN, hä? Das ist eine gesicherte Verbindung, die nicht abgehört werden kann. Das heißt, dass das verlassene Versteck noch eine Verbindung zu einem aktuellen Netzwerk hat. Dann hatten Sie vielleicht vergessen, die Verbindung abzustellen? Nein, die Daten wurden erst vor kurzem in das Netzwerk vom Casino übertragen. Verstehst du nicht? Irgendjemand hat uns diese Daten zugespielt. Was? Ja, so habe ich auch geschaut, als ich mir das angesehen habe. Mehr weiß ich aber auch nicht darüber. Die Daten, die ich ausgewertet habe, waren auch sehr interessant und aufschlussreich. Der Ursprung des Ganzen kommt von einem Artefakt, das Team Rocket gestohlen hat. Da nicht rausge. Ja, nee, das war schon richtig, okay. Ja, das weiß ich. Sie haben es in Radioturm benutzt und ganz Johto damit infiziert. Oh, das weißt du schon? Ja, Ethan hat mir alles darüber erzählt. Das Artefakt wurde aber deaktiviert, weil das legendäre untote Pokémon getötet wurde. Okay. Nichtsdestotrotz gibt es noch mehr über die Infektion zu erzählen. Team Rocket hat mit den Artefakten noch einige Forschungen angestellt und folgende Sachen herausgefunden. Das bloße Berühren des Artefakts ist ungefährlich. Die Strahlung, die es abgibt, ist nicht stark genug, um jemanden zu infizieren. Nur wenn man es an einen Sender anschließt, dann wird es gefährlich. Ich muss mal eben einen kleinen Schluck trinken, Leute. Ich merke nämlich wieder, mein Hals wird trocken. Die Strahlung so sorgt dafür, dass die Gene verändert werden bzw. instabil werden. Wir hatten immer angenommen, dass das ein Virus sei, aber dem ist nicht so. Es ist eine Genmutation. Interessanterweise ist diese Destabilisierung der Grund, weswegen Pokémon sich entwickeln können. Es ist im Prinzip das gleiche Schema wie eine Entwicklung, nur in eine andere Richtung. Und die Genmutation ist wohl auch der Grund, warum infizierte Pokémon oft so schillernd aussehen. Oh wow, das ist mal eine neue Erkenntnis. Durch den Biss eines infizierten Pokémon kommt es jedenfalls zu einer Infektion. Davon stirbt man früher oder später. Nach diesen neuen Fakten sollten auch Stahl-Pokémon zu Infizierten werden, wenn sie sterben.
Allerdings können sie nicht durch Bisse sterben, solange ihre Stahlkörper davon betroffen sind. Nicht durch, okay. Was aber auf alle Lebewesen zutrifft, nach dem Tod versuchen die veränderten Gene eine Entwicklung einzuleiten. Was dann passiert, weißt du ja. Nur zu gut. Und es gibt zwei Möglichkeiten, die Verwandlung zu einem Infizierten aufzuhalten. Oh Mann. Also irgendwie ist mein Mund gerade wieder trocken. Ich muss noch mal eben einen Schluck trinken. Ich hoffe wirklich, dass euch das nicht stört. Also ich entschuldige mich dafür schon mal. Und es gibt zwei Möglichkeiten, die Verwandlung zu einem Infizierten aufzuhalten. Man kann also aktiv verhindern, dass man sich verwandelt. Spann mich nicht auf die Folter. Zum einen, wenn man gebissen wird, sollte man sich zeitnah das Gliedmaß abschneiden, was gebissen wurde, sodass es nicht zu einer Infektion kommen kann. Boah, das ist ja widerlich. Was für eine Horrorvorstellung. Und die zweite Möglichkeit? Die zweite Möglichkeit, sie ist tatsächlich nur Pokémon vorenthalten. Wenn ein Pokémon infiziert wird, kann es die Verwandlung in einen Infizierten verhindern, indem es sich weiterentwickelt. Weiterentwickelt? Richtig. Es muss sich weiterentwickeln. Bei einer Weiterentwicklung haben wir ja geklärt, dass es zu einer Genmutation kommt. Die Gene, die vom Artefakt verändert wurden, richten sich quasi selbst wieder aus. Dadurch verwandelt sich das Pokémon nicht mehr. Man konnte aber nicht herausfinden, ob es dann danach trotzdem an der Infektion stirbt oder nicht. Gebissen werden, Infektionen bekommen, sterben, aber sich nicht verwandeln, naja. Auch nicht toll, aber immerhin etwas. Aber so weit gehen die Forschungen nicht. Aber weißt du, was das heißt, Christa? Hä? Man könnte theoretisch diese Genmutation rückgängig machen. Durch Genforschung könnte man Menschen und Pokémon von dieser Genmutation heilen. Tote oder Untote können wir nicht mehr retten, das ist klar. Wenn Wissenschaftler zusammenarbeiten und zusätzlich einen Impfstoff gegen die Infektion entwickeln, dann wäre bald wieder ein normales Leben möglich. Das wäre großartig. Das Sammeln der Daten hat sich ja wirklich gelohnt. Das hat es, Christa. Vielen, vielen Dank. Du wirst in den Geschichtsbüchern als Heldin verewigt. Ach was. Ich will lieber in der Ruhmeshalle der Pokémon-Liga verewigt werden. Puh. Das war ein ganz schönes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Aber ich frage mich immer noch, wer uns die Daten zugespielt hat. Naja, ist ja eher zweitrangig, hä? Schon, aber... Oh, es tut mir leid, ich habe heute wieder so einen trockenen Hals. Schon, aber du zerbrichst dir über alle möglichen Dinge den Kopf, ich weiß. Ja, wie es halt so ist. Nun, das war alles, womit ich dienlich sein konnte. Dann scheint hier in der Stadt ja alles erledigt zu sein. Super. Ich werde dich übrigens noch eine Zeit lang begleiten, wenn das okay ist, oder? Klar, das würde mich sehr freuen, Bill. Ja, Leute. Boah, ey, Frosch im Hals, weiche, meine Güte. Ich trinke noch hier meinen Schluck. Es tut mir so leid, ich entschuldige mich dafür. Leute, Chris, das Kapitel ist vorbei. Wir haben es geschafft, alle drei Kapitel. Wir sind schon im Finale. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Wir sind jetzt gleich bei 35 Minuten. Aber ich würde sagen, wenn das schon... weil ich habe gedacht, dass es noch ein bisschen länger geht, das Kapitel. Aber anscheinend sind wir durch.
benutze den Pokécom, um die Geschichte weiterzuspielen. Weil alle drei ihre Geschichte beenden, ist das letzte Kapitel spielbar. Ach ja, Krista, da gibt es noch eine Sache. Hier, bitte. Meine Handynummer. Ruf mich doch einfach an, wenn du in Schwierigkeiten sein solltest. Oder einfach nur, wenn du meine Stimme hören möchtest. Okay. Zöger nicht, mich zu kontaktieren. Die Kapitel der drei Protagonisten sind nun zu Ende. Wechsel zu Krista und rufe über den Pokécom Gary an, um das letzte Kapitel zu starten. Heile alle Pokémon nochmals, bevor du mit dem letzten Kapitel beginnst. Ja, und das machen wir auch. Das machen wir auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, wir machen das nochmal eben. Hallo, ich will zu Schwester Joy, dankeschön. Okay, dann wollen wir nochmal die andere nochmal eben anrufen, dass wir die nochmal eben heilen. Ja, Brando muss auch noch eben geheilt werden. Oh, da war ja noch ein Tangela. Ja, das machen wir natürlich nochmal eben platt. Hallo, Tangela? Hallo, dankeschön. Ja. Oh, wir sind wieder in Lavandia, Leute. Oh ja, wir müssen Croc auf jeden Fall nochmal im Heilen. Das ist wichtig. Oha. Wusste gar nicht, dass wir jetzt gerade noch so wenig Leben haben mit Croc. Ah, medizinische Vorräte sind auf. Na toll. Haben wir noch was im Beutel? Eine Beere und einen Trank. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen die... Ja, wir nehmen den Trank eben. Oh, ne, wir nehmen die Beere eben. Okay. So, sichern. Okay, Leute, ich hatte eigentlich vor, heute einen richtig langen Part zu machen. Aber die drei Protagonisten sind jetzt durch. Jetzt schon das Finale anfangen könnte ich zwar, aber ich würde mal sagen, Leute, dann machen wir für heute den Cut. Und dann würde ich sagen, das Finale machen wir dann morgen, das große Finale. Und das wird dann auch der letzte Part dann sein. Beziehungsweise erstmal so an sich der letzte Part, aber es wird dann noch ein Video dann extra kommen, was ich auch schon geplant habe, falls ich es überhaupt noch so hinbekomme. Aber gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen einen Cut, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was zu tun ist, und ja, dann grüße ich nochmal alle meine Zuseher und dann würde ich sagen, schaltet wieder ein, dann machen wir morgen das große Finale. Weil, ja, ich möchte mir dann das Finale für morgen aufheben. Weil dann habt ihr auch noch was, worauf ihr euch morgen riesig freuen könnt. Und hoffentlich schaffen wir dann auch den letzten Kampf. Also das Finale wird nochmal sehr, sehr aufregend und spannend. Das kann ich euch jetzt schon sagen.
Oder würde ich mal sagen, Leute, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bleibt gesund, bleibt dabei, schaltet wieder ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen zum großen Finale und zum vorerst letzten Video. Also zumindest was Nocturne betrifft. Also es werden dann natürlich noch mehr Pokémon-Zombie-Abenteuer dann kommen, sofern ihr das dann möchtet, ne? Okay, Leute, wir sind jetzt bei 40 Minuten. Ich denke mal, das ist wieder eine ordentliche Größe. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, bis morgen zum großen Finale. Bis dann, euer Carlos. Ciao, ciao.